Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Hacken mit Python. Hacken heute ein bisschen weniger, dafür ein bisschen mehr verstecken. Wir werden uns heute anschauen, wie, falls ihr Mr. Robot guckt, wie der seine ganzen Dateien versteckt. Und der macht das meistens in Musikdateien. Wir werden das jetzt anfangs mal mit Bilddateien machen. Mal gucken, ob wir Musikdateien auch machen. Es gibt natürlich haufenweise Software dafür, aber wenn ihr selber schreibt, dann wie gesagt, ist es einfach anpassbarer und ziemlich cool eigentlich auch. Okay, was wir als erstes brauchen, ist eine Datei, die öffnen wir, also eine Bilddatei, an die wir es dranhängen wollen, damit es schön unauffällig alles ist. Deswegen sagen wir hier Open und wir sagen, hier muss der Pfad rein von dem ganzen Ding. Also der Pfad von eurem Bild, wir werden wie die letzten paar Tutorials auch dieses Bild hier benutzen. Sieht so aus, ihr könnt es euch gerne mal schön einprägen, dann gucken wir nachher, ob sich was verändert hat. Genau, so, jetzt wird es noch ein bisschen wichtig, hoppla, ich habe ein Komma vergessen. Und zwar, wir dürfen nicht einfach sagen, wir wollen jetzt das Standard-Encoding, was UTF-8 ist, also das ist Standard. Wir wollen jetzt allerdings hier ein neues Encoding wählen, denn ansonsten können wir unser Bild nicht lesen, weil da einfach Zeichen drin vorkommen, die nicht UTF-8 sind. Und ja, die müssen wir auch lesen können. ISO-8859-1. Das ist der Encoding-Standard, der dafür verwendet wird. Und jetzt lassen wir es erstmal im Lesemodus, damit wir, also ihr könnt es dann ganz gerne so umbauen, dass euch das Skript sowohl im Lesemodus als auch im Schreibmodus in einem Skript zur Verfügung stellt. Ich werde jetzt hier erstmal nur den Lesemodus anschalten und euch zeigen, wie so eine Datei aussieht, wenn man sie einfach nur ausgibt. Also ein Bild tatsächlich nicht anschauen, sondern als Text ausgeben. Das machen wir logischerweise in einer Wildschleife mit try. Byte, also wir lesen jetzt Byte für Byte aus unserer Datei. Und zwar f.read, genau ein Byte lesen wir. Und dann sagen wir hier while, achso, wir brauchen obendran noch einen String, damit wir das nachher ausgeben können. Wir sagen String gleich das hier. While byte nicht am Ende ist, also Ende sieht bei einer Bilddatei immer so aus, einfach leerer String. Solange wir was lesen können als Byte, können wir diesen String verlängern. Also str ist gleich str plus und jetzt kommt das, was wir verlängern wollen, nämlich genau um ein Byte. Das bedeutet, wir sagen byte.decode. Standard von unserem Decoding ist UTF-8, das heißt, das, was wir auch tatsächlich ausgeben können, wir konvertieren sozusagen unser Bild in was Ausgebbares, also byte.decode. So, jetzt haben wir unseren String vergrößert, jetzt müssen wir das nächste Byte lesen, sonst packen wir dasselbe Byte hier unendlich oft da rein, das wäre ein bisschen unschön, vor allem werden wir dann niemals am Ende. Dann sagen wir also byte ist gleich f.read1. Also wir lesen das nächste Byte und rücken den Pointer um 1 weiter nach rechts. Wer meine Videos zu Python gesehen hat, weiß ungefähr, wie Dateien funktionieren. So, und achso ja, am Ende sollten wir vielleicht noch den String ausgeben, print str. Das gibt uns einfach das ganze Bild aus. Das wird jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber macht ja nichts. Okay, finally, falls irgendwas schief geht, wollen wir die Datei schließen. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Wir können es uns jetzt halt hier nur angucken. Schreiben werden wir gleich machen. Okay, so, okay, wie man gerade merkt, verarscht mich mein Compiler mal wieder ein bisschen. Gerade vorhin war es so alles in Ordnung irgendwie, naja, egal. Auf jeden Fall, scheinbar brauchen wir dieses Dekodieren doch nicht zu machen und ja, es funktioniert, easy. Okay, wir sehen, dass unser Bild sehr, sehr lange wird und wir schauen uns einfach mal an, was hier am Ende da dran steht. Also wir haben hier dieses Klammer auf, Prozent, ich glaube es ist ein Prozent, E, Doppelpunkt und so weiter. Wir hören auf ein A auf. Ups. Ja. Okay. Wir werden uns jetzt hier einfach das Ganze nochmal ausgeben lassen, aber nachdem wir etwas hinten dran gehängt haben. Und das machen wir, indem wir hier einfach Mode angeben gleich A+. Also A+ bedeutet, wir können lesen und schreiben, aber Vorsicht, der File-Pointer ist direkt am Ende. Das heißt, wenn ich hier jetzt lese, bin ich direkt hier ganz am Ende. Das heißt, hier wird überhaupt nichts mehr gelesen, weil wir schon ganz am Ende stehen. Also es wird quasi nichts mehr ausgegeben. Das heißt, ich kann meinen Code aber so stehen lassen, was sehr angenehm ist. Okay, und was wir jetzt machen wollen ist, wir sagen, wir hätten ganz gerne irgendwas reingeschrieben. Das machen wir mit f.write. Ups, write, Gott im Himmel. F.write und hier kommt jetzt einfach unser String rein, den wir schreiben wollen. Da sagen wir jetzt, was wollen wir denn reinschreiben? Ja, ein schlechter Joke. Warum bringen Informatiker immer Halloween und Weihnachten durcheinander? Weiß jemand die Antwort? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch einen kleinen Tipp geben. Es hat was mit dem Oktalsystem zu tun und damit, dass die Abkürzung für Oktober und Dezember
Oct und Deck sind. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr draufgekommen seid, was es damit zu tun hat. Mit den Tipps sollte das eigentlich machbar sein. Okay, jetzt schreiben wir das einfach mal hier rein und wir schreiben das einfach mal durch. Wir haben kein Output, logischerweise, weil wir hier schon am Ende der Datei sind. Und jetzt gehen wir hier wieder in den Read-Modus über und geben das Ganze nochmal aus. Oh ja, im Read-Modus darf ich natürlich hier nicht schreiben, logischerweise, das wollte ich auch eigentlich nicht. So, und jetzt haben wir wieder die komplette Datei und am Ende steht, warum bringen Informatiker immer Halloween und Weihnachten durcheinander? Halloween übrigens absichtlich falsch geschrieben, damit ihr das nicht irgendwie als Unfähigkeit von mir quasi einen Joke im Joke, wer die Band kennt. Genau, also hier steht, warum bringen Informatiker Halloween und Weihnachten immer durcheinander? Ganz am Ende unserer Datei. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich was hier reingeschrieben in unsere Datei und wir können es auch wieder auslesen, ohne dass es irgendjemand merkt, der sich nicht die mega Mühe macht und diese Datei tatsächlich sich komplett anguckt. Jetzt schauen wir uns nochmal das Bild an. Wie sieht denn das Bild aus? Haben wir hier irgendwelche Änderungen? Ich scroll mal ganz nach unten an meinen letzten Pixel. Und ja, wir sehen, dass wir nichts sehen. Es ist immer noch ein ganz normaler schwarzer Pixel. Also irgendwie hat sich da nichts geändert, würde ich mal so behaupten. Und das bedeutet, wir haben erfolgreich unsere Nachricht versteckt. Arg viel mehr macht man auch nicht hier. Bei Steganographie, man versteckt eine Nachricht innen drin. Wenn ihr sie wirklich verschlüsseln wollt, dann müsst ihr Kryptographie benutzen. Und das werden wir uns wahrscheinlich demnächst auch noch angucken. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!